Hallo zusammen, hier ist der Chef-Oberboss und heute wollen wir mal hier diesen fetten Riptide, also Sturmflut-Kampfanzug für meine Tau bemalen. Und zwar bemalen wir die im Sakea-Septen-Schema. Und in dem Schema habe ich auch schon den Tau-Hammerhai bemalt. Das war jetzt schon lange Zeit her. Und den Riptide, den hatte ich von meiner Frau geschenkt bekommen zum Geburtstag. Ist auch schon wieder 4 Jahre her, glaube ich. Und ich habe mich die ganze Zeit nicht rangewagt, den anzumalen. Jetzt habe ich aber gerade einen Piranha angemalt und auch den Sonnenhai-Bomber. Von denen gibt es kein Maltutorial, weil im Endeffekt wird es genauso sein wie jetzt hier beim Riptide. Und ja, für den Riptide mache ich aber jetzt mal ein kleines Maltutorial, damit ihr seht, dass man vor so großen Modellen nicht unbedingt Angst haben braucht. Man sollte Respekt haben, aber keine Angst. Wenn man das Stück für Stück bemalt, dann ist das gar nicht so schwer. Das ganze Modell habe ich zusammengebaut und danach habe ich das komplette Modell weiß grundiert mit einem weißen Grundierungsspray und danach von ganz unten sozusagen von so schräg unten mit Rust Gray in der Airbrush besprüht, dann von ungefähr 90 Grad nochmal mit Fenrisen Gray und von oben nochmal, wenn es nicht weiß geblieben ist, nochmal von weiß ein bisschen, damit er so ein bisschen Zenital Grundierung, wie auch immer, da drauf liegt. Jetzt von hier sieht es eigentlich ziemlich weiß aus. Wenn man hier so ein bisschen runter geht, sieht man noch das Blaue. Mal gucken, ob es was bringt. So habe ich es auf jeden Fall auch bei dem Tau-Hammerhai gemacht. Ja, jetzt hat der Kerl ja ganz viele Ritzen. Und da nehmen wir dann doch am besten einen Wash. Bei meinem Tau-Preacher hatte ich alles mit Space Wolf Grey Contrast bemalt. Allerdings bei großen glatten Flächen wie jetzt hier, da wird halt Kontrast ziemlich schnell fleckig. Und darum waschen wir das Ganze mit einem Mix aus Drakenhof Nightshade. Habe ich hier in dieses alte Kontrast-Gefäß einfach gemixt mit Drakenhof Nightshade und ein bisschen Lamia Medium. Ein Wash ist auf jeden Fall besser als ein Kontrastfarbe geeignet jetzt für so glatte Flächen. Das wird nicht so fleckig, trotzdem muss man auch ziemlich aufpassen. Wenn da zu viel an einer Stelle ist, sollte man das auch wegtupfen mit dem Pinsel. Außerdem bemalen wir das jetzt stückweise und lassen das dann auch immer waagrecht dann trocknen. Also im Endeffekt dann bemalen wir jetzt das Teil so und lassen es dann auch so trocknen. Und dann arbeiten wir uns nach und nach vor. Sieht im Endeffekt aus wie eine Kontrastfarbe. Ist aber noch ein bisschen flüssiger und man sieht auch, das bleibt nicht so fleckig zurück. Man sieht auch schön, das fließt jetzt hier schön in die Rillen rein und das ist einfach ein toller Effekt. Das jetzt nur mit der Airbrush irgendwie hinzukriegen, das traue ich mir selbst nicht zu. Darum weiche ich jetzt hier auf einen Wash aus. Gut trocknen lassen, wenn es ein bisschen fleckig wird, wobei das jetzt hier echt in Rahmen, ist auch kein Problem, weil später werden wir es nochmal ein bisschen überarbeiten. Und dann kriegt man da noch ein paar Flecken weg. So, im Endeffekt können wir jetzt alles auf dieser Ebene erstmal so bemalen, damit wir es auch gut trocknen lassen können. Das bemalen wir jetzt einfach mit. Man sieht einfach so am Stück und da bleiben auch nicht viele Pfützen zurück.
Das bemalen wir auch alles mit. Nachher werden wir da noch Orange mit drüber bemalen. Das ist kein Problem. Ihr müsst jetzt also nichts weiß lassen. Das ist das Gute, weil das Orange, das deckt super auf dem Hellblau. Braucht ihr also keine Angst haben. Ihr müsst also nichts weiß lassen jetzt. Und auch was nachher schwarz werden soll später, das Schwarz deckt auch sehr gut auf dem Blau. Also dann haben wir einen schwarzen Wusch. Ja, und so arbeiten wir uns jetzt vor. Ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich. Das Schild, was der Riptide in der Hand hat, das bemalen wir auch separat. Machen wir genauso. Also erstmal hier diese Ebene bemalen, dann die Seiten und dann hinten. Ich habe jetzt das komplette Modell, also alles was blau werden soll, gewascht und sieht eigentlich auch bei den meisten Stellen sehr gut aus. Hier zum Beispiel sieht alles top aus. Nur hier oben bin ich nicht zufrieden. Hier die zwei Teile. Entweder war da die Grundierung nicht richtig oder da war noch ein bisschen Klebereste oder was weiß ich. Ich habe das ja mit Plastikkleber geklebt. Da ist auf jeden Fall nicht so schön geworden, ist aber nicht so schlimm, weil jetzt werden wir als nächstes die meisten Sachen einfach nochmal ein bisschen mit der Farbe Layer Rust Gray trockenbürsten. Fangen wir einfach mal hier an. Da sieht man, das sind so zwei so Flecken und die verschwinden jetzt aber zum größten Teil, wenn man hier locker drüber bürstet. Und das Coole ist, hier das Dunklere in den Rillen bleibt einfach da und alles andere wird ein bisschen leicht akzentuiert. Super einfacher Effekt, finde ich gerade bei dem Riptide ziemlich cool, weil der sehr viele Kanten hat. Also überhaupt kein Problem, wenn es so ein bisschen fleckig geworden ist. Natürlich könnte man das jetzt auch, hätte man das auch mit Kontrast Space Wolf Grey zum Beispiel, wie bei meinem Tau Preacher, bemalen können, den ganzen Riptide. Dann hätten wir ein paar mehr Flecken gehabt, hätten wir aber jetzt mit Rust Grey auch wieder weggekriegt. Und hier oben mal das gleiche. Muss nur aufpassen, dass man den Riptide nicht abbricht vom Base. Und da wird das Ganze hier oben auch besser. Jo, und so arbeiten wir uns wieder vor. Das geht jetzt auf jeden Fall viel schneller als das Waschen an sich, weil wir nicht überall drüber müssen. Und direkt im Anschluss gehen wir nochmal mit Celestia Cray drüber, ohne den Pinsel sauber zu machen. Und jetzt auch nicht mehr überall, sondern hauptsächlich nur noch locker über die Oberflächen. Und dadurch, dass das jetzt der Pinsel nicht gesäubert wurde, ist das jetzt nicht so ein hartes Weiß-Grau, sondern ein bisschen gedämpfter, sozusagen ein bisschen helleres Rust Gray. Als nächstes nehmen wir Contrast Black Templar und bemalen jetzt alles, was jetzt noch weiß ist, damit, außer dem Kopf hier oben. Also jetzt hier zum Beispiel dieses Hüftgelenk. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht über das Blau drüber kommen. Die Raketenpots, die werden auch schwarz bemalt. Kann man natürlich auch blau bemalen, aber so heben sie sich noch ein bisschen vom Rest ab. Am besten jetzt auch so erstmal trocknen lassen. Und mit einem etwas kleineren Pinsel bemalen wir dann hier auch die Lüftungsschächte.
alle Verbindungsteile und alle Luftschächte und auch die Waffen, die sind jetzt mit Schwarz bemalt. Und das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Auch hier hinten sieht man diese kleinen Lüftungsschächte, hier überall ist überall schwarz drin und hier auch bei den ganzen Gelenken. Als nächstes nehmen wir Boltgun Metal und mit einem kleinen Trockenbürstpinsel gehen wir jetzt ein bisschen über die Kanten von dem Schwarz drüber. Bei der Waffe kann es natürlich auch ein größerer Pinsel sein. Soll nur ein bisschen das Schwarz akzentuieren, ein bisschen Abnutzungseffekt mit reinbringen. Und bei der Waffe nehmen wir einen größeren Pinsel, das ist jetzt ein Malpinsel, glaube ich, von Kindern, Brunnen 14. Müssen wir nur aufpassen, dass die Farbe gut an einem Küchenpapier abgestriffen ist und dann gehen wir locker hier drüber. Das gleiche können wir hier auch bei denen machen. Das habe ich schon mal mit dem kleinen gemacht, aber mit dem großen kann man nochmal über die großen Flächen hier drüber gehen. Jetzt noch ein optionaler Tipp, das ist jetzt ein Aluminiumstift. Die gibt es ganz günstig zu kaufen, circa 1 Euro. Da kann man jetzt einfach hier die Kanten auch so ein bisschen nachziehen. Geht natürlich nur da, wo man auch gut hinkommt. Aber jetzt hier, das sieht eigentlich nochmal ganz cool aus. Muss man nicht machen, kann man machen. Kriegt man auch mit dem Trockenbürsten hin. Aber ich finde die Stifte eigentlich echt ganz cool, weil man, wenn man abrutscht, passiert nicht so viel. Wenn man mit dem Pinsel jetzt hier abrutscht, ist immer die Gefahr, dass man andere Sachen noch mit bemalt. Also gerade hier immer an den Kanten so ein bisschen entlang schrubbeln. Und bei den Lüftungsschächten kann man auch hier einfach so ein paar Kratzer dann reinmachen. Also kann man sehr schöne Abnutzungseffekte sehr gezielt auftragen. Als nächstes nehmen wir Joker Aero Orange und jetzt malen wir nämlich verschiedene Markierungen tragen wir auf mit der Farbe und auch verschiedene Teile von dem Blau werden auch jetzt einfach orange gemalt. Das könnt ihr jetzt wirklich nach Lust und Laune machen. Man muss nur vorsichtig sein, dass man jetzt nicht in die Rillen reinkommt. Best mit ein bisschen Wasser verdünnt. Und dann kann man vorsichtig die Farbe schichten über das Blau. Und wenn man das vorsichtig macht, kriegt man auch ein schönes Ergebnis hin. Wenn es noch nicht richtig steckt, geht man einfach ein zweites Mal drüber. Mit verdünnter Farbe ist das überhaupt kein Problem. Da habe ich jetzt ein bisschen gesaut. Das muss ich schon nochmal verbessern. Das schafft ihr aber besser, wenn ihr nicht vor der Kamera malt. Ich bin jetzt relativ weit weg vom Modell. So sieht dann schon mal aus, wenn ein paar Verzierungen drauf sind. Das ist jetzt reine Fleißarbeit und sieht aber, ich finde, macht das Modell richtig cool. Das sieht richtig gut aus. Ja, das sieht auch besser aus. Nicht so farblos. Ich finde, dass wenn die Orange da nicht wäre, die das nochmal richtig knalliger macht, finde ich, sieht es ganz schön farblos aus. Okay, stimmt auch. Ja, und auf jeden Fall könnt ihr euch da auch dann einfach mal im Codex dann angucken, wo der, ist jetzt ein anderes Farbschema, aber der hatte auch verschiedene Panzerplatten, die dann verschiedenfarbig sind und da könnt ihr euch auch dran halten. Und am besten erstmal alles jetzt hier in diese horizontalen Ebene alles markieren und damit es dann auch gut trocknen kann und nicht an der Seite runterläuft und dann erst die nächste und so weiter. So, das Projekt schreitet voran. Noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr irgendwas ausbessern müsst, dann könnt ihr einfach Rust Gray nehmen.
mit ein bisschen Wasser verdünnt und dann einfach genauso Schichten wie jetzt auch das Orange einfach über die zu korrigierende Stelle. Hier hinten habe ich jetzt noch diese ganzen Abgasteile noch schwarz gemacht. Sieht irgendwie cooler aus. Und hier hinten sind natürlich auch noch ein paar orangen Stellen zu sehen. Den Helm muss man eigentlich auch in der gegensetzten Farbe anmalen. Also nicht blau, sondern jetzt in dem Fall orange, weil es ein Schafre ist, wie auch immer es ausgesprochen wird. Also ein langgedienter Feuerkrieger, der schon viele Erfolge erzielt hat. Also ein Anführer muss in dem Sturmflut drin sein. Damit es ein bisschen cooler aussieht, habe ich da noch ein bisschen schwarz mit dazu gemacht. So, jetzt sind wir eigentlich fast fertig. Jetzt will ich noch hier diesen Pulskern, nenne ich das jetzt mal. Also der ist ja so ähnlich wie bei den Feuerkrieger Puls Rifles. Und den bemalen wir mit Retributor Armor. Mit ein bisschen Wasser verdünnt. Einfach hier so drüber. Nur gucken, dass man jetzt nicht über den Rest vom Modell kommt. Wenn es nicht so gut deckt, nehmen wir einfach zwei Schichten, das ist kein Problem. Wenn das Gold gut getrocknet ist, nehmen wir Acryl von Sepia und waschen da kurz drüber. Gucken wir kurz mal, was du hier machst. Ich male gerade einen Stein an und ich male da gerade ein Schwein drauf. Wo sind denn Engel? Der ist in meinem Zimmer. Das da hier ist so ein kleiner Assistent. Ich kann gerade meinen Engel holen. In der Zwischenzeit waschen wir schon mal. Also das geht ja auch ganz schnell. So. Moment. So, und das gut trocken lassen und dann die andere Seite nochmal. Hier machen wir einen Löwe. Mhm. Hier habe ich Pilze gemalt. Mhm. Hier, das ist ein Buntspecht. Der pickt gerade ein Loch in den Baum rein. Müssen wir noch Mattlacken dann? Ja. Hier ist eine Sonnenblume. Okay. Das hier ist ein Engel. Der ist sehr schön. Hier habe ich eine Blume gemalt. Mhm. Und das hier ist ein Hirschkopf. Cool. Und was hast du noch gemalt? Ja, ich habe noch eine Eule, die im Baum sitzt, gemalt mit einer Sonne und ein paar Vögel. Cool. Und hier noch ein Pferd mit einem Rahmen drumherum. Genau, den haben wir schon gesehen. Super cool. Das ist also einfach so ein altes Holzbrett. Und ein paar Steine, da kann man echt schöne Sachen draus machen. So, in der Zwischenzeit, wenn alles andere trocknet, kann man jetzt hier mit so einem weißen Stift einfach hier an den Kanten entlang so ein bisschen nachgehen. Das ist optional, muss man nicht machen. Ich finde, das sieht immer ziemlich cool aus. Und auch so hier nochmal. Ist ein bisschen Arbeit bei dem ganzen Modell, weil es ziemlich groß ist, aber aus meiner Sicht lohnt sich das. Und fertig akzentuiert sieht es so aus. Hier die Teile, die werde ich entweder schwarz noch machen oder auch Gold. Das weiß ich welche nicht. Welche Teile? Hier diese Teile. Ja, im Farbschema von dem da passt Gold auch irgendwie. Ja. Also es passt auf beides, aber mit Gold wird die Farbe auch ein bisschen verstärkt. Sonst sähe es vielleicht ein bisschen farblos aus, weil das da ja auch so wie große Schrauben sind. Hm. Das da sieht auch ein bisschen aus wie Schrauben. Wahrscheinlich sind es auch Schrauben. Nee, aber das da hier sind so komische Energiekerne, glaube ich. Und da das ein Energieschild ist, mache ich, glaube ich, außer Gold. Na, auf jeden Fall hier, das Gold habe ich hier nochmal mit dem Silberstift noch akzentuiert. Das sieht nochmal ganz cool aus. Das ist fertig gewascht. Und bei dem machen wir das jetzt genauso. Da ziehen wir jetzt einfach hier die ganzen Kanten mit dem weißen Stift.
den ich vom großen Assistenten gekriegt habe, einfach mal ein bisschen nach. Wirklich? Oder vom Kleinen, oder von beiden. Einfach hier so ein bisschen. Und wenn man sich so wie da drüber malt? Macht nichts, das ist dann einfach ein Kratzer. Dann einfach hier so drüber, auch über das Orange. Und das sieht doch richtig cool aus. Oder? Ja. So, wenn man das ohne diese ohne Stifte macht, sieht es sonst etwas, also so sieht es aus, so mehr grafiger. Weißt du, was ich meine? Nee. Also das ist dann halt eine bessere Grafik, wie finde ich halt, also ein bisschen. Mit dem Pinsel, also mit dem Stift sieht es grafischer aus. Ja. Gibt es das Wort überhaupt? Grafisch gibt es auf jeden Fall. Das sieht künstlicher aus, weil es so sauber ist. Ja, sonst sieht es so künstlich aus. Ja. Also ich finde auf jeden Fall, mit dem Stift sieht es ziemlich cool aus, weil es sehr, sehr genau ist. Also es war ganz schön viel Arbeit, die ganzen Kanten zu akzentuieren mit dem Buntstift. Ja, aber ich finde es jetzt in Ordnung. Hier sieht man es noch ein bisschen besser und ich habe teilweise auch einfach ein paar Abnutzungseffekte hier auf die glatten Flächen gemalt. Weil der ist schon ein bisschen mitgenommen, der Riptide. Und als letztes werde ich hier noch ein paar Decals, Abziehbilder anfügen bei dem Riptide. Die liegen ja den Taupackungen mit bei. Und wie das geht, zeige ich euch aber nicht. Das habe ich schon oft genug bei Orks oder bei anderen gezeigt. Zum Beispiel bei den Ultramarines auch. Hier bei dem Tau Riptide ist es noch einfacher, weil da ganz viele glatte Flächen sind. So, der Riptide ist soweit fertig. Ich habe unten drei Magnete noch dran geklebt. Und jetzt fehlt nur noch das Base. Dazu nehmen wir ein bisschen Schiefer. Den können wir ein bisschen klein machen mit einer Zange. Bisschen vorsichtig sein, am besten eine Schutzbrille aufhaben. Damit der nicht spritzt, am besten noch eine Hand drüber legen und die Hand nicht einquetschen. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Sand und das verteilen wir dann alles auf dem Base. Am besten positioniert man vorher den Schiefer einfach mal als Probe, wie man haben will. Wenn einem das noch nicht gefällt, kann man das dann auch noch mal ändern. Dann klebt man den mit Holzleim einfach drauf, die einzelnen Schieferstücke, und dann kommt erst der Sand. Also so gefällt es mir jetzt noch nicht so gut. Da werde ich schon ein bisschen rumprobieren. So, das Base habe ich schwarz bemalt, danach noch mit Standard Mechanicus Grey und noch mit Longbeard Grey trockengebürstet und jetzt ist es fertig. Das ganze Modell wird jetzt noch gemattlackt und dann sind wir komplett fertig. Ich werde es gleich mal zeigen auf verschiedenen Fotos und ja, ich finde es geil. Ja, und das war es auch schon wieder beim Chef Urboss. Genau die gleiche Bemalmethode habe ich übrigens hier auch bei dem Sonnenhai-Bomber angewendet und auch bei dem Tau Piranha. Ist also genau, haargenau die gleiche Methode. Das war es auch schon wieder. Ich würde mich über euer Feedback freuen, über einen Daumen hoch und würde sagen, bis zum nächsten Mal beim Chef Urboss. Macht's gut. Tschüss.